damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Die erste Mod, die wir uns angucken, ist ein gigantisches Urzeitkrokodil. Das ist der Purosaurus. Habe ich vorher noch nie gehört. Aber der ist riesig. Der dürfte eigentlich, glaube ich, das Mosaskelett benutzen. Zumindest sah es von der Animation so aus. Die Schwimmanimationen sehen super aus. Das Auge gefällt mir sehr gut, weil das so schön weiß ist. Lass mal ein Ichthyo oder so frei. Oh, hier seht ihr schon die nächste Mod, die wir uns gleich angucken werden. Ganz, ganz viele Tintenfische. Kleiner Spoiler, wo haben wir denn den Ichthyo? Da. Den machen wir mal schnell. Derzeit kann ich nur mal einen freilassen, einen weiteren. Oh, warum zoomt er denn so raus? Dann machen wir direkt mal die Ichthys. Zwei Stück. Die sind auch gleich fertig. Ich dachte, man sieht das schon ganz gut. Ne? Ihr wisst ja, wie groß diese Lagune ist. Wenn man jetzt schon von oben guckt, der dürfte fast so groß sein wie ein Moser. Hier ist zum Beispiel die Beobachtungsgalerie. Der ist von der Länge halt fast so lang wie die Galerie. Ich glaube, jetzt könnten wir eine gute Sicht haben sogar. Ah, er schwimmt leider weg. Ein bisschen kann man die noch sehen. Schon krass aus. Aber ich frage mich ja, wenn der das Skelett von Moser benutzt, dann müsste er ja auch den Haifeeder eigentlich benutzen können. Das können wir gleich auch mal testen, aber ich lasse jetzt erstmal die Ichthys frei. Können wir nebenbei freigelassen werden und wir machen jetzt nochmal währenddessen schnell den Haifeeder. Dann bin ich mal gespannt, ob da die Animation funktioniert. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ist hier schon ein Ichthy? Ne, das ist ein normaler Fisch. Oh, ich glaube, jetzt macht er hier gerade das Anschwimmen auf den Hai. Oder ist der andere am Start? Ich weiß es nicht. Beide schwimmen dahin. Okay, die konnten sich gerade beide nicht entscheiden. Kann das sein? Okay, das war irgendwie seltsam. Aber die schwimmen gerade richtig cool zusammen rum. Wartet mal, irgendwas stimmt hier nicht. Oh ja, die greifen sich an, aber die Animation ist leider verbuggt. Okay, die scheinen sich nicht zu verstehen miteinander. Ist immer echt schade mit den verbuggten Animationen, aber jetzt hole ich mal eben den Ichthy rüber. Einfach nur als Größenvergleich packe ich den mal hier daneben. Ist unter Wasser leider mal ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen, aber wir kriegen das schon hin. Ich glaube, man sieht das schon ganz gut, ne? Das Kroko ist wesentlich größer. Also das ist echt ein Riesenkrokodil. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das noch den Haifeeder gleich benutzen wird. Sieht aber gerade so aus. Das hat sogar recht gut funktioniert. Leider hat er den Hai nicht in die Hälfte gerissen. Jetzt sehen wir es nochmal von außen. Ja, die Animation funktioniert an sich, aber leider wird halt der Hai nicht geteilt. Es verschwindet dann einfach. Aber das ist dann leider so. Oha, wie schnell die rauskommen. Ja, bei dem nächsten wurdet ihr gerade ja schon gespoilert. Was machen die denn? Das sieht ja witzig aus. Sind das hier diese Helikopterbefestigungsdinger? Ich spule mal vor.
Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus, was hier gerade passiert. Hier habe ich das Gefühl, dass die stuck sind. Ich glaube, das soll so nicht. Ja, auf jeden Fall ist das ein Tintenfischpaket, beziehungsweise ein Weichtierepaket. Ich weiß nicht, ob es alles Tintenfische sind. Ah, jetzt klappt es. Ich habe das Spiel neu gestartet und das hat die Probleme behoben. So, jetzt seht ihr den nochmal in voller Pracht. Auch wie er schwimmt. Sieht doch ganz cool aus, die Schwimmbewegung. Der Kopf ist ein bisschen steif, aber wie gesagt, diese Mod kannten wir halt auch schon. Wir machen jetzt aber direkt weiter, weil insgesamt beinhaltet die Mod 7 Weichtiere. Deswegen will ich jetzt einmal ganz schnell die durchmachen, damit ihr die alle seht. Das ist jetzt der Cenoceras, der nächste. Ich kenne die tatsächlich alle nicht. Also keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus von der Form wie Ammonitos, das Pokémon. Auch interessant, ne? Das Schwimmen sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Und der nächste ist der Bakulitis. Sieht größer aus, als er im Endeffekt ist. Ihr werdet es gleich sehen. Ist auch so ein winziges Ding. Oh, toter Saurier, was geht ab? Ihm was gestorben. Sieht auch sehr interessant aus, wie der wobbelt. Oh, die beiden sind tot. Alle drei. Aber warum? Oh mein Gott, der hat die gekillt. Wie geil. Das hätte ich gern gesehen, aber die Animation war bestimmt verbuggt. Naja, haben wir das verpasst. So, wo haben wir stehen geblieben? Hier, der Kleine, den wollte ich mir nochmal angucken. Aber die Details sind krass, ne? Man sieht hier auch wieder jede Schuppe. Aber das kriegt man halt unter Wasser gar nicht so mit. Aber das Schwimmen finde ich ein bisschen seltsam bei dem. Also das finde ich nicht so gut gelungen. Der wobbelt halt so hin und her. Und die Kameraführung ist halt auch nicht so mittig. Halt immer das Problem, wenn die... Oh Gott, was geht denn hier mit der Kamera? Ja, okay, es ist halt voll verbuggt. Es liegt einfach daran, dass die eigentlich größer sind vom Model, als angezeigt wird. Ich bug das dann halt so ein bisschen rum. Frag mich jetzt gleich, ob die hier wieder auf die losgehen. Oder ob die die akzeptieren. Ich weiß es nicht. Aber wir lassen es einfach mal. Wir machen weiter mit dem Nektokaris. Der ist, glaube ich, noch kleiner. Guckt euch den an, den Süßen. Mit so einem Saugnapf da unten. Und so zwei Fühlern vorne. Auch sehr, sehr interessant. Der wobbelt auch so hin und her im Wasser. Und als nächstes haben wir den Octopus. Achso. Hier geht, glaube ich, gleich wieder das Gemetzel los. Oh, die sind schon wieder auf der Jagd, oder? Der ist auch sehr interessant. Paleo-Octopus, irgendwie sowas, ja. Sieht aber auch echt cool aus. Die Tentakeln. Mal gucken, ob die jetzt auch gleich sterben. Wir haben aber noch zwei weitere. Das sind ja echt viele. Einmal der hier, der hier, der hier. Die beiden. Und der hier ist, den hatten wir jetzt noch nicht. Und den hatten wir noch nicht. Also die müssen wir nochmal eben schnell ausbrüten.
hat auch eine sehr interessante Farbe und gerät auch direkt in Panik. Sieht aber von der Schwimmanimation jetzt auch nicht so schlecht aus. Ist voll das Chaos. Ich liebe das irgendwie. Dass hier so wild hergeht. Sorry, wenn da manchmal die Kamera so ein bisschen blöd ist. Aber das ist gerade nicht vorgespult. Ich kann ja mal vorspulen. Dann sieht das noch schlimmer aus. Die sind halt einfach schnell unterwegs. Also ich glaube, irgendwer wird hier gleich noch sterben. Dann haben wir als letztes noch den Tuso Teutis. Ich habe bestimmt nicht einen davon richtig ausgesprochen. Der hat einfach mehr Kopf als Körper. Und dann so Flossen ganz interessant am Kopf dran. Aber das sieht eigentlich ganz cool aus, wie der sich so bewegt. Hier unten, das bewegt er richtig cool. Und auch die Flossen da oben. Das ist echt gut gelungen bei dem, die Schwimmanimation. Bei den ganz kleinen war es halt nur so ein bisschen komisch. Bei den größeren ging's. Das hier sind die Killer. Die Ammonitas. Wir gucken uns das natürlich jetzt nochmal an, wie die hier die Oktopusse killen. Aber ich glaube, die Animation ist einfach voll verbuggt. Weil es gerade nicht mal vom Wasser angegriffen wird. Aber jetzt ist er tot. Also haben wir nichts verpasst. Aber jetzt habt ihr es wenigstens gesehen. Und das hier ist die letzte Mod für heute, die wir uns anschauen. Das Absolute. Ein riesiges prähistorisches Axolotl an Land. Sieht auch sehr cool aus, das Model. Der Skin gefällt mir richtig gut. Oh, wie laut der ist. Schwarz und dann mit diesen roten. Ja, was ist denn das? Cam-Dinger an? Keine Ahnung. Da gibt es voll viele coole Skins. Sind alle sehr farbenfroh. Ich glaube, die machen jetzt eine Animation für uns. Oh, wie süß. Die Animation hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Dann können wir sie nochmal sehen. Wie sie sich so da drauf liegt. Das ist schon echt niedlich. Aber auch eine sehr interessante Kreatur, muss man sagen. Ich mag es, dass er so farbenfroh ist. Werden wir uns gleich auch nochmal im Species View dann gemeinsam angucken, was es da so alles an Möglichkeiten gibt. Aber ich würde gerne nochmal das Fressen sehen von dem. So, Jagen-Animation und Kampfanimation habe ich auch getestet von dem. Die sind leider verbuggt. Ist ja meistens bei New Species Mods so. Was ich echt schade finde. Ich hoffe, das wird irgendwann noch gefixt, dass das auch funktioniert. Dann könnte man nämlich auch mal so ein riesen Battle Royale oder so machen, aber das macht halt keinen Spaß. Wenn bei den ganzen Mods halt die Animationen verbuggt sind. Na, das Fressen funktioniert immerhin. Sieht auch echt gut aus. Der kommt jetzt auch noch fressen. Oh, guck mal, die haben sogar Fleisch im Mund. Nicht schlecht. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Skin-Varianten hier an. Erstmal die verschiedenen Hautfarben. Da gibt es alle möglichen Farben. Und dann gibt es auch noch vier Varianten, die schon vorgefertigt sind. Die haben leider alle keinen Namen. Oh, das ist so Standard-Axolotl-Farbe, oder? Oh, den schwarzen gibt es ja auch. Und den gibt es auch. Die haben wir, glaube ich, gerade alle gesehen. Außer den hier. Und natürlich kann man auch das Muster dann noch ändern. Sehr, sehr farbenfroh alles. Und wenn man hier das Muster wegnimmt, dann sieht das Ganze so aus. Finde ich auch nicht schlecht. Aber ich mache jetzt mal das Standard-Axolotl nochmal.
Und dann gucken wir hier nochmal Animation an. Guck mal, er kann sich auch so kratzen. Gehen, rennen. Sieht auch interessant aus. Liegen. Und auf dem Boden sich so ein bisschen kratzen. Und das soll es jetzt mit dem heutigen Video gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Alle Mods, die ich euch gezeigt habe, sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.